Mamma mia! Wer kennt es nicht? Man spielt ein Spiel, das kein Arsch kennt, findet es echt gut und dann macht man ein Video dazu, damit mehr Leute es kennenlernen. Eine übliche Situation. Also zumindest für mich. In diesem Moment. Spiele-Geheimtipps, die ihr kennen solltet. Fangen wir mit einem Spiel an, von dem der ein oder andere vielleicht schon mal gehört hat, das aber dennoch viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Nein, ehrlich, wie dieses Konzept nicht komplett durch die Decke gehen konnte, ist mir wirklich ein Rätsel. Und zwar rede ich von Hot Lava. Das Konzept des Spiels ist, dass du dich in verschiedenen Alltagssituationen wiederfindest, aber der gesamte Boden aus Lava besteht. Nun musst du trotzdem einen Weg durch die einzelnen Level finden, indem du die Objekte des Raums geschickt nutzt und als Plattform verwendest. Und dieses Konzept ist so simpel wie genial. Hauptverantwortlich für die riesige Freude, die man beim Spielen empfindet, ist das Movement. Denn das ist sehr präzise und die Sprünge zu vollführen macht einen Heidenspaß. Es ist einfach verdammt motivierend zu erleben, wie das Movement immer mehr in Fleisch und Blut übergeht und das Bezwingen der Level von Mal zu Mal leichter und schneller geht. Die Level selbst erreicht man durch die größeren Hubworlds im Spiel. Die sind je nach Thema der Welt sehr unterschiedlich und bieten auch einige Geheimnisse wie Collectibles und Challenge-Level unter besonderen Bedingungen. Die Hubworld selbst ist dabei so aufgebaut, dass sie die Bereiche der einzelnen Level in einer lavafreien Version darstellt. Heißt also, in den Leveln selbst spielst du quasi einen Teil des jeweiligen Orts, in dem du dich gerade aufhältst, eben nur in einer voller Lava gefluteten Version. Und dadurch lernt man jeden Winkel der Hubworld nach und nach kennen. Aber nicht nur dadurch, auch durch die verschiedenen Sammelobjekte. Es gibt in jeder Welt einige Karten zu sammeln und in fast jedem Level einen versteckten goldenen Pin. Zudem hält das Spiel auch viele Zeit-Challenges und spezielle Aktionen bereit. Also wer ein enthusiastischer 100%-Kompletierer ist, der wird hier sicher seinen Spaß haben. Doch auch für einen kleinen Multiplayer-Spaß ist es perfekt. Denn das gesamte Spiel lässt sich zusammen mit seinen Freunden problemlos online spielen. Und man kann die anderen jederzeit sehen und aufsuchen, weshalb das alles ziemlich wie eine nahtlos verbundene Welt wirkt. Das Game kostet auch nur 8 Euro auf Steam und du kriegst für dieses Geld sogar gleich 2 Keys des Spiels, weshalb du direkt mit deinem Kumpel durchstarten kannst. Zudem wird das Spiel auch am laufenden Band mit kostenlosen neuen Content in Form von neuen Welten und kleinen Aktionen erweitert. Also wenn sich ein Spiel auf jeden Fall lohnt, dann ist es Hot Lava. Ein Spiel, das ich schon seit Ewigkeiten kenne, aber bei dem ich bisher nie die Gelegenheit fand, es in einem Video vorzustellen, wäre Checo in the Castle of Lucio. Dieses Spiel ist so aufgebaut, dass du in ein Schloss reinkommst und dieses am Ende zerstören musst. Dabei musst du immer von einem kleinen Raum zum nächsten gehen und so deinen Weg durchfinden. Das Besondere dabei ist, dass fast jeder Raum sehr einzigartig ist und individuelle Kniffe hat. Die Abwechslung in der Optik und in dem, was du tust, ist wirklich löblich und es hat einen besonderen Charme. Was dich aber vor allem dazu treibt, das Spiel immer und immer wieder zu spielen, ist der wirklich enorm hohe Schwierigkeitsgrad. Denn es ist so, dass du dieses Spiel am Stück durchspielen musst und das ist durch die vielen enorm herausfordernden Räume wirklich schwer. Wenn man es ohne zu sterben durchschafft, ist das Spiel zwar sicher auch in circa 20 Minuten durchspielbar. Aber vertraut mir, es ist wirklich so hart, dass du es immer, immer und immer wieder versuchen musst und das erweckt einen enormen Ehrgeiz in dir. Man will es eben unbedingt schaffen und jedes Mal, wenn man dann einen neuen Raum erreicht, in dem man vorher nicht war, ist das Gefühl so extrem motivierend, dass man unbedingt weiterspielen muss. Dieses kleine Jump'n'Run empfinde ich als wirklich exzellent und ich denke auch andere können daran Gefallen finden. Es kostet auch nur ca. 1 Euro auf Steam, also was will man da groß falsch machen? Das letzte Spiel für dieses Video wäre ein kleiner 3D-Plattformer, der es mir wirklich angetan hat. Und zwar Poi. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß vielleicht, dass 3D-Plattformer auf jeden Fall mein Lieblingsgenre sind. Ich mag es einfach, in einer Art Miniaturwelt mit ihren eigenen Problemen abzutauchen und jeden Winkel dort gründlich zu untersuchen. Collectibles sind einfach eine tolle Sache und da dieses Genre meist sehr viele hat, liebe ich es. Und im Umgang mit Collectibles ist Poi hervorragend. Die Hauptcollectibles im Spiel sind Medaillons. Die sind einem alten Abenteurer bei einem Sturm verloren gegangen und nun müssen die Protagonisten des Spiels selbst auf eine Reise gehen und alle Medaillons des alten Mannes wiederfinden. Das macht man in den verschiedenen themenbasierten Welten, die man über eine Oberwelt erreicht. Einfach mit seinem Luftschiff die Welt ansteuern und los geht's. Auch ansonsten gibt es in der Oberwelt sehr viele verschiedene Secrets und Bonuslevel sowie NPCs, bei denen du Dinge kaufen kannst und Zeug, das du in den Welten gesammelt hast, gegen Medaillons tauschen kannst. Es gibt also insgesamt echt super viel zu tun und die 100% in diesem Spiel zu vervollständigen macht daher echt Spaß. Die einzelnen Welten des Spiels sind dabei auch super aufgebaut, mit einer Mission meist zu Beginn der Welt, um das Gebiet kennenzulernen und dann verschiedenen Missionen um die einzelnen Orte der Welt gestrickt. Der allergrößte Teil der Mission ist auch wirklich gut. Natürlich schleichen sich 3D-Plattformer typisch auch unnötige Grinding-Aufgaben wie Sammel 100 Münzen ein, aber insgesamt eine gute Reihe an verschiedenen Missionstypen, die echt spaßig sind und auch Substanz haben. Das soll allerdings nicht heißen, dass es gänzlich nur positive Sachen gäbe. Gerade die Optik des
Spiels finde ich wirklich nicht schön und hier hätten sie echt mehr machen können. Und die Bosskämpfe sind leider auch ziemlich lame. Aber das sind nicht wirklich Dinge, die per se stören. Man hätte sie halt nur deutlich interessanter gestalten können. Zum Glück steuert sich das Spiel aber ziemlich gut. Im Gameplay kommt es nie gut rüber, aber es ist wirklich präzise. Man hat sich beim Moveset zwar sehr an einen gewissen Klempner orientiert, aber solange es trotzdem gut ist, sollte das nicht stören. Ich hatte mit Poi also echt eine Menge Spaß. Und wer mal wieder einen echt netten 3D-Plattformer spielen will, der sollte es sich kaufen. Es kostet je nach Shop 20 bis 40 Euro für die Switch und ich weiß, das mag teuer klingen, aber für mich hat es sich zumindest gelohnt. So Leute, das war's von meinen Spiele-Geheimtipps, die ich anderen unbedingt mal näher bringen wollte. Falls ihr noch weitere relativ unbekannte Spiele kennt, die mehr Aufmerksamkeit verdient hätten, schreibt sie bitte in die Kommentare. Gerade als Unterstützung für die Entwickler ist sowas halt immer sehr gut. Aber joa, das war's soweit von mir. Ich bin für heute raus. Ciao! So Leute, nochmal schnell hier in der Endcard, weil ich es vergessen habe im letzten Video zu erwähnen. Gewinner der ganzen M&M's-Aktion ist der gute Grantismus. Er hat dazu auch ein kleines Highlight-Video auf seinen Kanal hochgeladen, das könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen als Beweis. Danke ansonsten an alle, die teilgenommen haben und ciao!